Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X 2D Perfect Game. Wir haben jetzt immer noch in Last Mich zu tun im Turm von Iutitsu. Ach, schöner Name. Wir sind jetzt in Stufe 11, haben ja in der letzten Folge noch die Szene auf der Zwischenebene von Stufe 10 angeschaut, wo mal Riku erzählt, was sie denn so die letzten drei Monate getrieben hat und sie eigentlich einfach nur Ewigkeiten erzählt und erzählt und erzählt hat, weil sie halt so viel getan hat. Das ist nicht nett, was ihr gerade machen wollt. Aber den einen bekomme ich tot, bevor... Oh, oder auch nicht. Gut, dass sie getroffen hat. Ah, Levelaufstieg. Magie um 1 gestiegen. Okay, wir müssen jetzt kurz die kleine Heilkunde benutzen, die ich hoffentlich noch habe. Ja. Weil ich jetzt nicht genau weiß, wie viel Leben der hat. Bitteschön. Und bitteschön. Ach, nice Crit. Wunderbar. Ja, ich hoffe immer, dass wir irgendwann mal Kostümquittung bekommen zum Beispiel. Das ist nämlich das, was wir eigentlich suchen müssen am Anfang, um erstmal gezielt Kostüm-Seroide zu bekommen. Aber stattdessen finde ich hier bloß Kostüm-Kunden. Was mir aber herzlich wenig bringt, ehrlich gesagt. Geheimnotizen. Die können wir erstmal getrost liegen lassen. Beziehungsweise, scheiß drauf, benutze sie jetzt einfach. So, Untersuchung, Geheimnotizen, heben wir gleich wieder auf. Und Finsteröl können wir liegen lassen. Dann einmal hier, Teleporter, Besuch in Geheimkammer. Jetzt kann man natürlich mega viel Glück haben oder mega viel Pech. Mal gucken. Meistens bekommt man hier sowas wie kleine Challenges. Hätte ich mich vielleicht mal vorher heilen sollen, aber ich glaube, ich habe eh keinen Ether mehr, ne? Ah, das ist natürlich nett, glaube ich. Tada! Talisman ist erschienen. Ja, das ist so eine Special Nebenquest, die man da machen kann. Yuna ist voll immer noch. Da muss man nämlich, will jetzt nicht sagen, ein Rätsel lösen, aber man muss sozusagen diesen mittleren Stein töten, um halt den Kreis zu formen. Es gibt auch noch andere, es gibt noch ein X und noch ein Dreieck. Muss man eben darauf achten, was man hat. Talisman. Ah ja. Aufheben. So, es gibt ja halt auch Accessoires. Da muss man mal schauen, dass wir jetzt hier... Wie war denn das? Items, Talisman, Ausrüsten. Genau. Jetzt können wir eben nicht mehr verflucht werden. Beziehungsweise unsere Items können nicht mehr verflucht werden. Was haben wir hier noch? Memoran. Untersuchen, Memoran. Genau, zurück zum Startpunkt. Das ist durchaus wichtig. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir mal langsam zurückgehen sollten. Wir will nämlich in den ersten 10 Ebenen nochmal grinden. Wir sind nämlich schon total unterlevelt eigentlich. Wir sind wirklich katastrophal schlecht. Den Sklavenpass werfe ich jetzt mal weg. Brauchen wir nicht. Huch. Memoiren aufheben. So, jetzt kann man sich das Ganze hier mal angucken. Da sehen wir ja schon, aha. Wie wir sehen, sehen wir nicht viel. Was ich mal noch probieren möchte, ist eigentlich Folgendes. Das habe ich im letzten irgendwie gelesen gehabt. Genau. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das wirklich so einfach so geht. Here, boy. Good boy. Bin gespannt. Abilities. Itemgräber. Daigo hat, Yuna ist voll gefunden, dunkler Ritter Stufe 1 gefunden. Brauchen wir erst später eigentlich. Okay, wir ziehen es erstmal wieder um. Ja. Let the dice fall where they may. Ach, siehste, warte mal, haben wir jetzt... Ach, der Flug... Ach, siehste.
Wir haben einfach nur Fluchschutz fertig gehabt, daher kam der Talisman. Da wollte ich noch irgendwas umändern. Da wollte ich noch, glaube ich, Diva anziehen oder so. Genau. Diva anziehen und... ja. Jetzt muss ich nicht irgendwas loswerden. Ein Speicherbuch 1 brauche ich nicht. Später vielleicht. Obwohl nicht wirklich. Okay. Na dann. Muss erstmal überlegen, wie das überhaupt war jetzt. Ich glaube, wir müssen jetzt. Genau. Da drauf. War hier noch was versteckt? Ne, das war später, ne? Ja. Was heißt später versteckt? Das, was ich jetzt gesucht habe, das kommt erst einfach später. Okay, wenn wir das jetzt aktivieren. Geht's, glaube ich, sogar wieder zurück auf die Ebene 11. Also wir haben jetzt keinen Fortschritt gemacht dadurch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber das kann man auch mal benutzen, um einfach aus einer schwierigen Startposition herauszukommen. Und tap. Wow. That crit again. Jetzt halten wir uns halt mit dem getöteten Gegner um 1 HP. Super. Also nicht wirklich, aber... bis wir das haben, was wir wirklich brauchen, ist es nicht schlecht. So, nochmal 75 Skills. Natürlich alles relativ schlecht. Okay, ich versuche mal noch einen Raum zu finden. Ja, ist schon mal eine Sackgasse. Wunderbar. Ich möchte natürlich immer möglichst viel mitnehmen, wie gesagt. Wir sind schon unter Level. Da kann ich jetzt hier nicht noch einfach anfangen, alles zu skippen. Will der nicht kämpfen? Jetzt. Nein. Ah, Yuna. Okay, er ist buggy. Sehr gut. Nein, treffe ich ihn nicht. Yuna? Ah, doch mal. Im vierten Versuch. Gut zu wissen, dass sie so oft ausweichen. Da gibt es eigentlich was dagegen. Wenn man natürlich nicht das bekommt, was man gerne hätte, gibt es halt nichts dagegen. Kann man nichts machen. Gil. Dover Raum. Tschüss. Gut, mit Buch des Schlafs wäre das natürlich relativ einfach. Ne? Da könnte man das gut aufräumen. Aber, naja. Gil. Mal wieder ein buggy Gegner. Das ist immer gut, wenn die buggy sind. Können sie keine Dummheiten anstellen. Fongo Ongo, sehe ich da ein Item? Ah ja, ich sehe da ein Kostümsfabrik, da muss ich jetzt rein. Da muss ich jetzt leider rein. Da gehen wir aber anders rein. Moment. Da gehen wir mit... oh. Gehen wir mit... Festbesucher rein. Clothes don't make the woman. Was einfach nur, was ich einfach nur deswegen mache, weil Festbesucher halt nur eine Reichweite hat und der eh gerade hier stand. Außerdem hat Festbesucher mehr Schaden. Also haut mehr Schaden raus. Und Festbesucher hat viel, viel mehr Leben. Und von daher war das gerade eben die taktisch klügere Variante. Oh, was haben wir hier liegen? Ein Weißmagier Stufe 2. Kann ich den direkt mitnehmen? Nee. Dann muss ich kurz erstmal was wegwerfen. So, dann nehmen wir das mit. Müssen jetzt halt leider kurz den Weißmagier ausziehen. Dann können wir aber mal endlich die Kostümkunde 1 hier verwenden, die wir noch sinnloserweise dabei haben. Na gut, sinnlos ist es nicht, aber es nimmt halt Platz weg. Und bekommen dadurch eine Kostümkunde, einen Weißmagier Stufe 3. Macht jetzt nicht viel aus, weil es ja eh bloß ein Nebengedöns ist. Wobei, es macht schon was aus, wenn man ihn direkt hier ausrüstet. Der hat nämlich so halt am meisten Leben. Das heißt, wenn wir jetzt viel Schaden fressen würden, würde zwar der Glücksspieler kaputt gehen, aber dann würde der Weißmagier halt alles auffangen. So. Tja, aber jetzt nicht unbedingt die Mörderebene. Mein gut, immerhin etwas, ne? Das ist schon mal... der Weißmagier, ja gut, Weißmagier hatten wir schon. Wir brauchen eigentlich langsam mal Maskottchen.
Maskottchen wäre was. Aha. Ah, da bewegt sich ja eh wieder nicht. Kenne ich auch mittlerweile das Ding. Der ist genauso in der Diagonalen, oder? Ja. Okay. Schütze! Okay. Das ist schon mal super. Ja, der steht ja jetzt super. Moment, dann machen wir da. Oh ne, nicht Pause. Das habe ich eigentlich selten gemacht, aber es macht halt wirklich Sinn. Ich war da, glaube ich, bloß einfach zu faul zu. Dass man ja einfach sagt, okay, umziehen, scheiß drauf. Ja, gut. Und dann geht man da halt in den Nahkampf rein mit einer Nahkampfklasse. Ja, wenn er mal nicht gerade am Tor steht, lauf weg, danke. Ja. Ach, wieder Pause. Ist halt so eine Angewohnheit irgendwie, wenn es ins Menü will, statt zu drücken, obwohl es eigentlich halt, wenn es nie so ist. Ach, naja. Ja, wir sind Glücksspieler, ne? Fernkampf for the win. Wäre eigentlich mal wieder Zeit für eine Heilung. Für eine kleine Heilkunde. Ah, Gold. Also Gil. Ah, wow. Das macht auf, glaube ich, fast alle. Das dritte anscheinend nicht. Drei Schaden, aber naja, gut. Oh, eine große Heilkunde. Nützt ja nichts. Ich muss die Heilung mitnehmen, leider. Vielleicht habe ich ja Glück und ich komme in die andere Geheimkammer. Also in eine der anderen. Es gibt ja drei verschiedene. Aber wenn man eben Pech hat, kommt man... Ja. In sowas hier. Habe ich hier richtig viel Pech oder wie sieht das jetzt aus? Am Rand sind nochmal Gegner. Eigentlich stehen wir auf dem Fahrstuhl, wie wir gerade gesehen haben. Okay. Wie gehen wir das am besten an? Vielleicht so, wa? Ist das dein scheiß Ernst, Juna? Danke. Warum will er nicht zu mir? Was hat er gegen mich? Oh, guter Crit. Hier muss man halt nur wirklich aufpassen, weil es ja keine Minimap gibt, dass man nicht von hinten überrannt wird. Ist der immer noch... Ja. Böser Gegner. Böser Gegner. Böser Gegner. Kommt er jetzt? Nee, okay. Umso besser. Ah, schön daneben. Habe ich einen Äther noch? Nee, ne? Da muss ich jetzt eine große Heilkunde dafür verwenden. Oh, ist das bitter. Ah, nee, warte. Andere Idee. Umkleiden. Du da für den da. Dann halt so, liebes Spiel. Mann. I could almost forget I'm fighting. Die haben halt so viel Schaden raus, ey. Ah, komm schon. Ah, gut. Auch eine Schrift, dann ist alles okay. Gut. Stufeaufstieg. Angriff um 2 gestiegen. Perfekt. Umkleiden. Wieder ein Glücksspieler. Let the dice fall where they may. Hoffen mal, wir bekommen irgendeine gute Belohnung. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Und wir bekommen aber anscheinend nur einen Ausgang. Doof. Doop. Ja, das ist eben dann so ein Zonkraum, sag ich mal. Gut für die XP, aber schlecht für... Schlecht für unser Inventar, sag ich mal.
Gut, zugegeben, wir haben bisher nicht unbedingt irgendwas verbraucht. Wurden dann nur zweimal getroffen und das war eher sogar auf dem Festbesucher. Das ist doch mal ein Raum hier. Direkt mit Items. Was haben wir hier? Gegengift. Okay, können wir liegen lassen. Oh nein. Ach, Gott sei Dank. Was haben wir hier? Gegengift. Was haben wir hier? Kostümkunde. Hm. Super. Mann! Das ist eben dann halt das Ding mit dem Item-Management. Deswegen gehe ich dann auch irgendwann einfach immer raus. Aber eigentlich wollte ich vorher noch wenigstens ein paar Abilities lernen. Oh mein, ich lasse mir da sehe, das Vieh da oben, ey. Krieg ja schon wieder Anfälle. Scheiß Fongo-Ongos. Versuch die Ebene noch schnell zu schaffen. Ich wünschte ja gern, ich hätte eine kleine Heilkunde, aber irgendwie möchte das Spiel mich gerade nicht. Hm. Wie es mich trollt, wie es mich trollt, wie es mich so trollt. Jetzt. Manchmal sind die so gemein, ey. Und die halt im Zickzack laufen und einen perfekt ausweichen aus Versehen. Ob man davon auch ein HP bekommt, wenn man es tötet? Ist doch als Monster gekennzeichnet, oder? Das müsste doch was geben. Und ihr seht schon, die geben in höheren Stufen auch immer mehr. Nicht unbedingt, weil man mehr Schaden macht, sondern einfach nur, weil sie auch mehr Leben haben. Also, wenn ich jetzt Stufe 70 wäre, dann würden die halt, keine Ahnung, 1000 Gil oder so geben. Ein so ein Ding. Ah, eine kleine Heilkunde 4. Ach, war schnell zu gucken, ich bin eh voll, oder? Ja. Dann halt Gegengift wegschmeißen. Und aufheben. So. Bestimmt eine Sackgasse, oder? Nö, ist nochmal ein Raum. Aber ein sehr sinnloser Raum. Nee. Den tue ich mir nicht an. Wobei das da links, glaube ich. Nee, das ist oben war schon mal ein Fongo-Ongo. Aber das untere von den zwei in der Ecke war glaube ich, ein Stein. Der hat sich mich bis jetzt noch nicht bewegt. Das wird ein Stein gewesen sein. Das Einzige, was mich da aber interessiert hätte, wäre ein brauner, also ein grauer Stein. Weil die grauen Steine ja gerne mal Items verbergen. Und das wäre das Einzige, was wirklich Sinn machen würde. Was war das hier nochmal? Ein Finsteröl. Ja, dann ist bestimmt das in der Sackgasse, oder? Irgendwas muss ja immer in der Sackgasse sein. Auch nicht? Doch. Ich weiß echt nicht den Sinn von den Dingern. Ja, die Sackgassen, die sind einfach da. Aber Sinn machen sie irgendwie nicht. Puh, bin ich einfach so reingelaufen. So, Aufzug aktivieren. Ab in Ebene 13. Doch schon nach... Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. Das ist der vierte, wa? Hm. Nee, immer. Wechsel. Welche haben wir denn jetzt? Ich habe es überhaupt nicht aufgebracht. Ich glaube, es ist der vierte Part, oder? Ist es schon der fünfte? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommt der Spaß. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ihr nicht. Ihr seht es in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss. I finally found you. Is that really you? It is me, Shuyin.